Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-for-Perils Live Trading mit Dirk. Wir machen hier heute mit der Live Trading Woche weiter mit Dirk und natürlich hier darf nicht fehlen sein Stale Trader. Und schau mal, was heute passiert. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen von meiner Seite, außer natürlich das Wichtigste jetzt nochmal der Risikohinweis. Wie immer dient dieses Webinar ja zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, wie es heute ausgeht oder was Dirk uns heute zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig. Und dieses Event, wie auch die vorherigen, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und natürlich noch, bevor ich jetzt den Bildschirm weitergebe, möchte ich mich natürlich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto von FX Flat. Und ich grüße Sie natürlich sehr herzlich. So, jetzt gebe ich erstmal weiter. Dann holen wir YouTube wie immer dazu und legen dann los. So, da sind wir doch, ne? Gehe ich mal von aus, dass irgendwie alles da ist, Bild und Ton irgendwie auf allen Kanälen. So, freue mich wieder hier zu sein. NFPs Live Trading, wie immer am ersten Freitag jeden Monat und wie immer hänge ich im Stuhl, statt mal irgendwie gerade zu sitzen, aber ich bin müde. Ich glaube, ein bisschen angeschlagen, irgendwie Kopfschmerzen, irgendwie Nase ist ein bisschen zu, ist irgendwie, aber das hat ja momentan gefühlt irgendwie jeder Zweite. Von daher reihe ich mich da, glaube ich, ganz gut ein. Und irgendwie werden wir das halt hier schon irgendwie wuppen. So, auch der Nelson ist dabei von FX Flat bei GoToWebinar. Und wir haben dabei, wie ich schon gesehen habe, TraderPuls und Twitch. Also hallo und herzlich willkommen in die ganz große Runde. Nelson, du darfst sehr gerne auch was sagen. Jetzt gucke ich, dass du nicht zu Ja, laut vielen Dank. Sehr nett bist. von dir. Aber ich grüße natürlich auch alle TraderPuls und alle, die dabei sind hier auf YouTube. Nelson da oben hat einen neuen Platz. Sehr gut, Ja. kann direkt hier über die Schulter schauen, was der Dirk da macht. Ja, und dann wünsche ich natürlich allen schon mal viel Erfolg heute. Gut, ich hoffe nur, dass wir hier technisch hier durchkommen, ne? Weil in letzter Zeit irgendwie sammle ich ja irgendwie die technischen Probleme. Ich habe nämlich wieder dann den Herausforderungen, dass mein Bildschirm sich nicht aktualisiert, sobald ich irgendwie OBS anhabe. Zumindest war es vorhin so in der Regel, so also in letzter Zeit irgendwie erledigt sich das dann zwar irgendwie von selber. Aber wir gucken mal, wie das Ganze funktioniert. So, wie immer dürft ihr natürlich gerne was auch in die Kommentare schreiben und wie immer bitte auf keinen Fall nachhandeln. Und ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt ist es glatt weg. Ach so, Like da lassen, wurde schon gesagt. Dankeschön dafür. Ist mal noch was, spielt aber keine Rolle, ist nicht so wichtig. Wir gucken jetzt erstmal drüber, rüber aufs Bild, was wir da eigentlich haben. So. Also der DAO, ne? Generell, ich bin ja immer irgendwie ein Freund davon, irgendwie rein visuell an die Geschichte ranzugehen und weniger halt irgendwie fundamental. Das heißt, nicht so sehr an den Zahlen orientieren, die kann man dann höchstens in Betracht ziehen, danach, wenn es dann halt eben danach weitergeht. Ne? Also das heißt, wenn der Kassamarkt dann zum Beispiel aufmacht und man da halt irgendwie noch Gründe sucht, warum jetzt irgendwie der Kassamarkt das, eher das eine oder das andere machen könnte. Wenn ich mir jetzt den H1 so angucke, er sieht ja short aus, nur weil er im roten Framing ist. Ich weiß es nicht, nicht so wirklich. Ne? Also was mir halt hier auffällt, ist, ich hoffe, man kann alles erkennen. Bis jetzt irgendwie scheint es ja hier zu funktionieren. Was man halt hier sieht, ne? Gestern halt irgendwie kräftig Druck von oben nach unten und hier ein Spike hingelegt, unten bei der 835, also 41.835, die nicht mehr erreicht. Ne? Permanent hier unten die 900 verteidigt und dann jetzt irgendwie immer wieder rauf und immer wieder oben angedrückt. Und jetzt auch hier, was man halt auch schön gesehen hat, wie das, der SMA 20 hier schwingt. Ne? Also irgendwie von oben nach unten und dann jetzt hier macht er halt eine Kurve und das sieht so fast danach aus, als würde der unbedingt irgendwie da oben rauslaufen wollen. Das heißt, ich rechne hier fast damit, rein von dem Bild her, dass wir einen Long-Impuls bekommen werden. So, das ist aber jetzt erstmal nur Vermutung, ne? Weil Trigger dafür ist nicht wirklich da. Also das heißt im Sinne von, naja, der Markt hat da und da drüber geschlossen, sondern es ist jetzt erstmal nur, weil sich das hier so eindreht. Das heißt, mehr als eine Vermutung kann das erstmal nicht wirklich sein. Generell vom Daily her sehe ich das Ganze völlig anders. Da fehlt für meine Begriffe mal ganz dringend irgendwie eine 41.600. Also das heißt deutlich tiefer. Und ich gehe auch immer noch davon aus, dass wir die Chance haben, die heute zu kriegen. So, die Frage ist aber dann halt nur, wer macht's? Macht's dann halt 14:30 Uhr die News, das dünne Orderbuch oder macht's nachher die Kasse?
Und wenn sie heute nicht kommen, dann kommen sie eben am Montag. Also die stehen definitiv, also was heißt definitiv, ne? Aber rein vom Daily her, wenn man sich den mal so anguckt, steht es einfach aus. Also das heißt hier unten dieser Bereich, ne, also nicht der rote, der ist ein bisschen tief gegriffen, beziehungsweise was heißt zu tief auch nicht. Aber 41.600 ist nichts anderes als dieser Bereich. Und hier sehen wir halt einfach, ne, hier war ein Widerstand, der ist gekauft worden, der ist nicht rückbestätigt. Und das ist ja halt eben nicht normal oder beziehungsweise es ist die Regel, dass er rückbestätigt wird, bevor es dann halt in irgendeiner Form weiterläuft. Das hat er bis jetzt ausgelassen. Dazu kommt eben SMA 20, der halt hier unten liegt, also im Daily, ne, könnte sich ebenfalls auch mal schnappen. Das wäre natürlich ein netter Spike da rein und da darf er auch gerne wieder zurücklaufen. Das heißt, der muss jetzt irgendwie nicht da unten durchfallen. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt ein Freund davon. So, aber trotzdem erstmal schieben wir gerade so ein bisschen nach oben, beziehungsweise drücken nach oben. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, direkt hier irgendwie short reinzuspringen, sondern mal gucken, ob er nicht hier wieder in die Mitte kommt, in den Bereich 200, beziehungsweise da oben, was jetzt hier so grün leuchtet, was natürlich nicht grün ist. Das ist nur so eine komische Darstellung vom MetaTrader. Das heißt, hier oben hin 200 irgendwas, da dürft ihr auch gerne nochmal reinstechen, bevor es runtergeht. Das wäre zumindest, was der H1 irgendwie passend dazu irgendwie erstmal gerade anzeigt, dass das durchaus möglich wäre. So, ob es denn jetzt so kommt, steht auf dem anderen Blatt, deswegen nicht unbedingt blind da reinspringen. Also, das wäre zumindest so meine Empfehlung. Ne? So, jetzt haben wir schon das Problem hier. Ich sehe es gerade schon. Ah, ne, doch, oder? Geht? Ne, okay. Falsch gesehen. Also, ja, und was hier natürlich auffällt, ganz klar ist eben halt das Framing. Das heißt, wir stehen hier in Rot und das ist halt also dieses Umfeld. Ne? Framing nennen wir es ja immer. Es ist einfach nichts anderes als irgendwie der Rahmen, die Rahmenbedingung quasi, die wir hier haben. Und die ist halt einfach nicht grün, die ist beziehungsweise nicht bullish, die ist halt die ganze Zeit bärisch. Und es drückt auch nach unten und in der Regel kommt auch nach dem Roten ein weiterer Roter. Und aber wie man hier sieht, ne, hier unten kommt irgendwie schon lange nichts mehr und es dreht hier irgendwie auf der Stelle halt rum. Deswegen hat das schon gute Karten, dass es da halt eben dann auch gekippt wird. Hier oben rechts CM15, den mal so als kleinere Zeiteinheit jetzt auch noch mit dazu, dass man das eben auch mal sieht. Und jetzt glaube ich, habe ich was vergessen. Moment, muss ich jetzt gerade mal hier gucken. Wann ist der hier? Nee, der. Habe ich? Ah ne, doch, Orderbuch ist da. So, das wäre dann der Handelschart. Ich würde da heute auch mal erstmal im M15 erstmal starten. Das sieht so ein bisschen heftig aus hier mit den weißen Linien. Ich weiß, aber ich hatte irgendwie jetzt keine Muse, das noch irgendwie großartig umzustellen. Und habe jetzt hier nur den M15. Deswegen haben wir natürlich halt so ein bisschen viel irgendwie auf einmal hier. Aber ich finde das irgendwie schon aber nicht so unsinnig, das so zu machen, weil man dann einfach natürlich auch mehr Überblick erstmal hat, so dass man nicht unbedingt in der Minute da halt starten muss, weil die NFPs ja auch gerne mal ein bisschen kräftiger irgendwie ausschlagen. Ne? Und deswegen würde ich das jetzt heute mal so rum machen. Gut, wie seid ihr denn positioniert bzw. eingestellt? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und auch gerne mit Begründungen. Dann können wir uns das ja auf jeden Fall auch mal angucken. Wir haben ja noch irgendwie 1,5 Minuten und können auch Ja, nachher während. natürlich noch. Bitte? Ja, ich wollte nur sagen, während die Leute hier vielleicht in den Chats reinschreiben, dann kann ich ja wie immer auch kurz hier weitergeben, was JP Morgan Trading Desk wieder an Empfehlungen weitergegeben hat, wie die das sehen. Aktuell für heute sieht es so aus, dass sie mit 75% Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass der S&P steigt mit den Zahlen heute. Die höchste Wahrscheinlichkeit hat 40%, dass die Zahlen zwischen 140.000 und 160.000 reinkommen. Und wenn es so ist, dann soll der S&P zwischen 0,75 und 1,25% steigen. Okay. Also auch eher bullig, zumindest für den Impuls jetzt erstmal eingestellt. Ne? Wobei, Korrekt. die sind ja nicht unbedingt für den Impuls, die sind ja dann halt eher so daran orientiert, was die Kasse eigentlich machen würde. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum gehst du nicht long? Ganz ehrlich, ich habe ein Problem damit, direkt hier in den Ausbruch, in dem roten Framing da oben long zu gehen. Würden wir jetzt irgendwie unten stehen, ja, und irgendwie in einem anderen Umfeld, also im anderen Framing, da würde ich sagen, okay, kein Problem, ja. Der kommt dann auch wieder zurück. Aber wenn das hier irgendwie doch nicht irgendwie raufgehen sollte, sondern tatsächlich irgendwie runter, und dann ist das eine Nummer, da komme ich nicht mehr raus. Und deswegen bin ich da kein Freund davon. Okay, Impulsrichtung hat gestimmt. Ich würde jetzt mal ganz kurz da oben, wenn er das macht, am Vortageshoch, mal kurz dagegen halten, auch eine Runde.
Ne, zuckt schon irgendwie relativ heftig, wie man sieht. Ne, im Nachhinein, klar, könnte man jetzt wieder sagen, ja, warum bist du nicht long gegangen? Ja, habe ich gerade begründet. Ne? Auch wenn die Vermutung jetzt hier richtig gewesen ist, ist man trotzdem nicht mehr als eine Vermutung ohne Trigger. Deswegen finde ich das dann halt auch schon legitim, ne? Da jetzt nicht unbedingt direkt mitzuspringen. Man könnte jetzt versuchen, wenn man es denn unbedingt machen will, hier unten nochmal irgendwo long reinzugehen. Es läuft ja gerade erstmal 40 Sekunden, das Ganze. Ja, und die M15, die wir jetzt sehen, sieht ja nicht anders aus als der M1 eben auch, ne? Weil die ja gerade erst mit einer Minute gebildet wurde, ne? So, hier oben liegt eine Short Order, wie ihr seht, die habe ich mal hingepackt, ne? Und um da halt möglichst mal, falls er das irgendwie macht, das wäre ja genauso der Bereich, den ich auch im Daily gezeigt habe, wo ich halt gerne dagegen halten würde. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, weil ich gemeint habe, hier 200 irgendwas, habe ich glaube ich so gesagt, ne? Dass es das halt schon war und dass halt die paar Punkte hier einfach doch nicht mehr kommen, ne? Deswegen ist so ein bisschen tricky, finde ich. Aber naja, da hätte man, glaube ich, irgendwie gestern ansetzen müssen bei der 900, also beziehungsweise 41.900. Das wäre dann irgendwie der bessere Ansatz gewesen, als jetzt irgendwie dann halt hier reinzuspringen. Ne? Wir sind auch jetzt gerade irgendwie einmal kurz auf Anfang schon zurückgedippt. Das heißt, das ganze Ding wurde schon wieder verkauft. Wie man hier sieht, ne? Erhält sich zwar jetzt hier über der Eröffnung beziehungsweise über dem Start von den News drüber, was man aber eben auch sieht, ist, wir haben hier noch nicht mal ein bisschen Gegenbewegung, ne? Und die wird in der Regel schon noch gerne gemacht. Und wenn es auch nur kurz ist, ja. Aber das wäre dann halt eben auch noch so ein Ding, das könnte man nachher bei Kassaeröffnung dann eben auch nochmal angehen. Muss man nicht unbedingt irgendwie jetzt drauf bauen. So, also, ich habe ja vorhin gefragt, wie seht ihr das? Wie seid ihr irgendwie unterwegs im Markt? Da kam bis jetzt aber nicht so viel. Wir sind aber schon noch live, oder? So, dann gehe ich mal hier irgendwie eine Nummer kleiner. Sieht das denn hier aus? Ja, das Add-on irgendwie gerade hat sich gerade hier abgedockt. Ah, ne, da ist er wieder. Okay, ja, kommt gerade ein bisschen viel irgendwie an Daten rein. So, M5 erstmal. Beziehungsweise der ist wahrscheinlich immer noch zu groß, um jetzt hier was zu sehen. Dann gehen wir doch mal auf den M1. So. Also langer, langer Spike erstmal. So, wir sehen hier irgendwie nicht so wahnsinnig viel, finde ich. Ne? Also hier die Eröffnung eben von den News. Hier unten könnte man mal ansetzen. Das ist irgendwie, das wäre ein versuchter Wiedereintritt in die Value Area. Und das heißt, da wäre quasi schon irgendwie der Ausbruch gescheitert, wenn er hier reinkommt. Deswegen ist das vielleicht nicht so falsch, da mal halt irgendwie zumindest mal irgendwie reinzugehen. Ja, der Also, Thomas ja, hat hier reingeschrieben, die Zahlen sind so gut, das wird Ihnen nicht gefallen. Tatsächlich sind die Zahlen ja, um das einfach nur kurz zu ergänzen, Dirk, mit 254.000 mehr als die Erwartung reingekommen, lag bei 147.000. Und JP Morgan hat dafür nur eine 5-prozentige Wahrscheinlichkeit gesehen und gesagt, wenn diese Zahlen so hoch kommen, dann wird der Index tatsächlich eher flat sein. Okay. Ja, krass. Ja, why not, ne? Also ich meine, das sieht hier, also wer hat hier gerade geschrieben, Lion Online bei 42.100 gehe ich long. Ja, die Idee war, glaube ich, jetzt erstmal nicht so schlecht. Also ist, ne, ist halt natürlich schon nicht so ohne. Also jetzt hier, weil das ist oben schon irgendwie deutlich abverkauft worden, ne? Das ist so ein bisschen, das gefällt mir hier nicht so wirklich. Also man sieht ja, ich schwebe hier mit der Maus irgendwie drüber. Aber gefällt mir nicht so wirklich, um da jetzt einfach reinzuspringen. Also von daher, da kann die Liquidität auch irgendwie schnell vorbei sein, hier oben. Aber trotzdem, ne, es ist natürlich long, es ist erstmal der Impuls. Und ne, die Liquidität kann auch jetzt nochmal kommen, wenn die ersten 5 Minuten vielleicht mal um sind. Von daher, man könnte es ja auch skalieren. Ne? Das heißt also hier erstmal da eine long und dann halt eine tiefer nochmal, also quasi verbilligen. Ne? Ganz falsch wäre es nicht. Komm, das machen wir jetzt mal. Also einen geben wir hier mal rein.
Und hier unten, da an der Value Area, na, da muss man natürlich mit ein bisschen mehr Stop, also jetzt auch hier im Impuls von den 5 Minuten, na, weil das halt so die, ich will jetzt nicht sagen, größere Zeiteinheit ist, aber so die erste, die überhaupt mal irgendwie dann halt fertig ist und die jetzt nicht irgendwie 1 Minute ist oder 2 Minuten und im normalen Raster sich bewegt. Und da kann man jetzt mal versuchen, irgendwie die dann halt vor, dass die sich jetzt eben nach oben fortsetzt. Ne? Die Chance ist ja halt schon da. Und ne, also hier sieht man es ja. Was mir halt noch immer nicht gefällt, ist, dass wir da unten irgendwie ne, keine Korrektur haben, irgendwie am Anfang. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr da, dass der halt eben die jetzt eben noch schnell holt und dann einmal kurz nach unten ploppt. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Aber ausschließen kann man es halt leider ganz und gar nicht. Ne? Deswegen halt bei solchen Dingern bin ich halt unverändert ein Freund davon, eben da halt zu skalieren. Das heißt also hier verteilt irgendwie einzukaufen. Aber erstmal sehen wir ja, ne, wenn man das jetzt mal hier ganz isoliert betrachtet, wir haben hier einen Ausbruch, wir haben den von oben bestätigt, haben danach keine neuen Tiefs gemacht und versuchen jetzt nochmal irgendwie weiter nach oben zu laufen. Das heißt, es ist, glaube ich, also zumindest von dem her, ne, wenn das jetzt nicht irgendwie alles komplett fake ist, ist es erstmal nicht falsch. Ja? Falsch ist es dann, wenn jetzt irgendwie alles nochmal runterkommt und irgendwie uns hier unten rausholt. Dann ist es natürlich, dann war es die falsche Entscheidung. Aber erstmal rein vom Bild her kann ich erstmal nur so entscheiden und nicht etwa da halt jetzt direkt short dagegen gehen. Ne? So, trotzdem ist halt alles, ne, keine Raketenwissenschaft. Wir brauchen jetzt hier auch im M1, auch wenn das jetzt irgendwie ein super kleiner Timeframe ist, brauchen wir aber auch jetzt dringend hier mal ein neues Hoch. Ne? Der muss sich jetzt schon irgendwie nach oben fortsetzen, wenn das irgendwie gut werden soll. So, okay. Das heißt, man muss auch nicht übertreiben von der Positionsgröße. Ne? Kann auch dann irgendwie mal anfangen, halt hier mal irgendwie näher ranzugehen oder halt eben auch mal irgendwie schneller mitzunehmen, aber ich glaube, der kann schon jetzt irgendwie nochmal komplett nach oben laufen und dann auch nochmal ein neues Hoch da oben machen. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Und hier oben würde ich dann unverändert aber drehen, falls er das irgendwie tatsächlich machen sollte. Na komm, drück mal ein bisschen hinterher. Also erstmal schraubt sich das halt hier alles so im Minutentakt irgendwie rauf. Ne? So, von daher, bis jetzt war es nicht falsch. Aber irgendwie absichern ist halt auch schwer, ne? Also das geht halt im Zweifelsfalle zu schnell. So, 6 Sekunden, dann ist die Minute auch fertig. So, würde ich aber jetzt schon mal machen. So, direkt mal hier drunter setzen. Erstmal manuell, ne? Weil man sieht ja, es geht im Minutentakt. Im schlimmsten Fall haben wir dann halt hier nur ein paar Punkte. Aber wir haben schon die Chance, dass wir das Ding komplett irgendwie nochmal nach oben dann halt auch vervollständigen, ohne dass wir hier unten nochmal großartig halt Luft holen. Das Einzige, was mir hier jetzt nicht gefällt, ist, wir haben hier so ein kleines Gap, seht ihr das? Ja. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen uncool. Würde aber hier direkt in den kleinen Korrekturen direkt dann auch hier nachgehen. No. Okay, erstmal nicht so falsch alles. Hier oben kommt eine dickere Order, wie man sieht. Das heißt, da sollte man jetzt wirklich ganz knapp dranbleiben, weil entweder ne, drückt er jetzt wirklich hier schon runter und das war's, oder das Ding wird gekauft und dann schießen wir aber nach oben durch. Kann man das erkennen hier? Ich glaube ja, ne? Ja, Dass hat man man alles. gesehen oder sieht man? Ja. Hier sieht man so deutlicher, ne? So, okay, ist gekauft worden. So, das heißt, auch hier brauchen wir eigentlich nicht mehr irgendwie großartig nach unten Luft zu lassen, ne? Weil hat hier eben der Käufer jetzt ja halt ist und der muss jetzt eigentlich hier dann auch, wenn das was werden soll, muss der durchdrücken und nicht irgendwie nochmal den Verkäufer hier überhaupt irgendwie mitspielen lassen. So, und dann hätten wir dann eben die Chance dann da oben, das steht auf Reverse, wie man sieht, da dann eben auch das Ding zu drehen. Und wenn er jetzt hier zurückkommt, ja Gott, dann ist es halt so, ne? Ich glaube, dann war es aber trotzdem irgendwie ganz okay, was wir bis dahin irgendwie hier geschafft haben. So, aber Sehr schön wäre schön. natürlich, wenn Und das jetzt am Webinar. Stück direkt oben durchdrücken. Ne? Das wäre natürlich schon sehr nice. Mal gucken, ob das gelingt. Das wäre dann natürlich so ein bisschen arg Bilderbuch. Deswegen, also ich fände schon fast merkwürdig, wenn das jetzt irgendwie dann gelingt. Ansonsten sehen wir aktuell Dollarstärke, Euro-US-Dollar, Short seit den Zahlen, Gold abverkauft.
Gold abverkauft, okay. Wo stehen wir? Jetzt aktuell bei 2643. Ja, gut, okay. So, also ich glaube, der Stop sitzt jetzt nicht so wahnsinnig falsch hier. Natürlich kann es immer sein, dass man genau abgeholt wird und der Markt dann halt eben dann doch direkt nochmal weiterläuft. Weil was jetzt hier halt eben auch ist, ich bin ja vorhin im 5-Minuten-Impuls reingegangen, ne, weil ich der Meinung war, das konnte man erkennen, dass es im 5-Minuten-Takt hier irgendwie eine Rolle spielt. Und deswegen, jetzt ist hier gerade die nächst größere Taktung, was heißt größere Taktung? Der nächste M5 ist jetzt halt hier gestartet, ne, und wenn das jetzt der Impuls ist, und dann hat der natürlich, da darf der auch korrigieren, ja, muss aber nicht. Ich würde aber auch hier jetzt auch nochmal direkt, genau wie eben auch, ganz knapp hier unten dran gehen. Weil was wir auf jeden Fall haben, ist eine Minutentaktung, die die ganze Zeit irgendwie raufdrückt. Und das hat die ganze Zeit so funktioniert, dass immer nur halt irgendwie, dass man direkt in die erste kleine Korrektur da unten irgendwie reingehen konnte und dass es immer richtig war. Ne? So, das heißt, hier kann es jetzt sein, dass er eben auch dann ein Stück tiefer fällt, aber ich glaube, der Exit war jetzt nicht so wahnsinnig falsch. So, okay. Gut, also erstmal raus hier aus der Nummer und dann alles Weitere muss man dann gleich mal irgendwie dann sehen. So, was war das jetzt? Mal gucken, ob das jetzt heute dann hier auch mal funktioniert. Ja, ne? Okay. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich falsch Knopf gedrückt. Na egal. So, also 248, also rund irgendwie 50 Punkte, ne? Ich wollte das nicht wegdrücken. Warum habe ich das jetzt weggeklickt? Ich bin heute irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Zumindest was das angeht, irgendwie nicht. Aber es müssten ziemlich genau irgendwie 50 Punkte gewesen sein. Aber glaube ich ja irgendwie ganz okay. Ne? So, also Line Online. Du warst also dann damit auch richtig. Du hast es ja sogar geschrieben, bevor ich irgendwie da rein bin. Bei 42.100 gehe ich long. Ja, ne? Das war ja genau dieser Spike Mini. Spike hier, den er gemacht hat, aber was ich ja vorhin ja auch erklärt habe, wo ich ja eben meinte, ne, so, das ist halt legitim, wenn der Markt, also hier, okay, kann man jetzt ein bisschen schlecht irgendwie erkennen, aber wenn der Markt dann eben hier, ne, also hier war der erste Ausbruch und dann haben wir da irgendwie nochmal das Ausbruchslevel bestätigt und dann keine neuen Lows mehr gemacht. Und deswegen bin ich ja dann hier auch reingesprungen direkt, ne, mit dem neuen 5-Minuten-Impuls sind ja 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen vorbei, direkt mit dem neuen 5-Minuten-Impuls da rein. Und dann erstmal ein Stück dann halt eben mitgenommen, ausgehend davon, dass das halt eben jetzt hier erstmal hält. Und das hat es ja. Ne? Und hier oben sieht es eigentlich auch gut aus. Klar, da hätte man jetzt natürlich auch irgendwie drin bleiben können, aber ich habe ja gesagt, okay, ne, ich muss das jetzt nicht irgendwie ausreizen. Ich fand das schon recht ordentlich, da halt so reinzukommen, ohne dass man sich jetzt dem Risiko da aussetzt, irgendwie ausgestoppt zu werden, beziehungsweise doof eingestoppt zu werden. Beim Ausbruch selbst, weil überlegt mal, wären wir vorhin, ne, irgendwie um 14:30 Uhr hier per Stop Buy rein, dann hätten wir wahrscheinlich das Slippage gehabt und das heißt, also da wäre, also hier war der Ausbruch, da, so, dann wären wahrscheinlich irgendwie hier irgendwie erst gefüllt worden oder im schlimmsten Fall erst hier oben, was normal ist, einfach weil das Buch super dünn ist. So, dann hätten wir hier unseren Break-Even gehabt und wären wir hier rausgekommen? Ich glaube nicht. Weil das Ding hat vorhin, guckt euch an, ne? Hier so pop, pop, da hat man schon gedacht, und dann ging es nochmal ganz runter. Dann hätte man erstmal geschwitzt ohne Ende nach dem Motto, oh, hoffentlich kommt er wieder rauf. Und dann irgendwie 6, 7 Minuten später ist man dann gerade irgendwie break-even und hätte dann wahrscheinlich hier auch irgendwie so eine Gegenbewegung und dann auch gesagt, gut, raus da. Und hätte dann halt irgendwie 30 Punkte gemacht. Ne? Und so war es halt irgendwie mit 55 Punkten etwa, war es halt, finde ich, dann doch irgendwie deutlich entspannter, na, das so zu machen. Also von daher, aber ich fand es jetzt aber auch nicht so schwer, ehrlich gesagt. Also ne, auch von der Nachvollziehbarkeit. Und ihr seid so still, warum seid ihr so still heute? Was ist da los? Aber ich glaube, von der Nachvollziehbarkeit, darum geht es ja halt eben auch. Oder beziehungsweise, ne, das ist mir natürlich auch immer das Liebste, wenn man irgendwie da auch irgendwie sehen kann, ja, was irgendwie gerade läuft. Und dann eben auch hier mit dem Orderbuch, vorher noch den Spike schön kommen sehen. Und das sind ja Sachen, das ist ja wirklich halt bilderbuchmäßig. Und so ist es halt leider nicht immer. So, gut. Jetzt haben wir irgendwie das ganze Programm auch schon. Ja, ich habe gerade gefragt, warum seid ihr so still? Und dann schreibt der Jens hier, still? Geld zählen. Das ist natürlich echt gut. Okay.
Also ich würde aber trotzdem, ne, unverändert, ich glaube, das kann man schon mal irgendwie machen, am Vortageshoch da mal irgendwie dagegen halten, ne, also beziehungsweise hier drüber eigentlich am liebsten, wenn er versucht irgendwie, was ist ja eigentlich oft typisch, ne, wenn man so einen Anstieg hat, so irgendwie, der kommt dann dahin und geht erstmal drüber und das sieht direkt so aus, oh, Vortageshoch wird direkt gekauft, funktioniert aber meistens nicht, in der Regel geht dann erstmal die Liquidität dann aus und deswegen würde ich mich hier nicht drunter, sondern erstmal drüber halt irgendwie stellen. Weil der darf schon noch, finde ich, wenn die Kasse nachher aufmacht in 45 Minuten, der darf schon mal irgendwie eine Runde korrigieren, wie ich finde. Ne? Also das heißt, wir haben bis jetzt irgendwie noch gar nichts gesehen. Auf der Unterseite läuft er einfach nur raus. Und wenn man sich das jetzt mal irgendwie so anguckt, hier im H1, da mal nochmal drauf zu gehen, ne? Also hier sehen wir ja auch, vor allen Dingen, das ist jetzt gerade auch die Extension vom Framing, das heißt, der kommt hier sowieso gerade ins Maximum. Ne? Und das heißt, ich gehe extrem stark davon aus, dass wir hier eine Gegenbewegung gleich noch sehen, also auch noch vor irgendwie 15 Uhr und dass der nicht einfach so da oben durchläuft. Ne, hier wäre dann eben ohnehin das Vortageshoch, perfekt zusammen mit der Extension. Das könnte schon irgendwie nett werden da oben, dann eben auch mit dem Rücklauf und durchaus auch irgendwie ein bisschen kräftiger, wie ich finde. Und von daher finde ich das erstmal ein Trade, wo ich halt sage, muss man eigentlich machen, ja, weil ob der dann hier nachher über diesem Segment dann halt schließt in der Stunde und vor allen Dingen in der Stunde über dem Vortages und über dem Vortages hoch dann schließt, das steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. Was? Deine Pref-Day-High-Anzeige ist nicht korrekt. Warum? Schreibt Marcello. Also ich habe es ja vorhin auch irgendwie gedacht, hä, war der so hoch gestern? Sollte aber eigentlich stimmen, ne? Weil das ist ja, also es ist ja auf jeden Fall, es ist ja halt, das ist ja nicht bei jedem, beziehungsweise beim MetaTrader nicht unbedingt so, je nachdem, wann der bei dir anfängt, dass dann eben 0 Uhr auch 0 Uhr ist, aber das wird ja hier umgerechnet, ne? Außer man sagt jetzt irgendwie, ja gut, der Dow Jones fängt ja nicht zu unserer Zeit, beziehungsweise London-Zeit irgendwie um 0 Uhr an, sondern zu US-Zeit um 0 Uhr. Dann ist es natürlich was anderes. Ne? Dann stimmt der nicht. Deswegen, also es kann dann eigentlich, also, aber schreib ruhig mal, was du meinst, Marcello. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, ne, das heißt, nochmal, hier eben davon ausgehend, ne, da, zumindest ist der letzte Spike, egal ob das jetzt irgendwie Vortageshoch ist oder nicht, ne, aber der letzte Spike, bevor halt eben den Downmove beziehungsweise den Abwärtstrend bestätigt hat. Und der Trend, der Abwärtstrend, den wir aktuell haben, ist ja auch erst hier oben kaputt. Das heißt, da müsste er ja erstmal drüber. Und es ist völlig legitim, dass er das hier oben versucht. Und ja auch eigentlich ganz normales Marktverhalten, aber nicht weniger legitim, das zu verteidigen und zu sagen, okay, ich halte da dagegen und ich gehe da nicht mit, ja, wir haben immer noch einen Abwärtstrend und in den versuche ich dann halt auch reinzukommen. Ne? Und deswegen ist definitiv richtig, da oben eine Order hinzusetzen, fachlich richtig, ja. Ob es dann nachher richtig ist mit dem, was der Markt dann draus macht, das steht erstmal auf dem anderen Blatt, aber fachlich richtig ist es auf jeden Fall, ne? Das da oben dann eben zu versuchen. So, von Marcello kommt irgendwie nichts mehr. Gut, also, mehr kann ich dem jetzt auch gar nicht hinzufügen. Wir können uns das jetzt irgendwie noch ein bisschen angucken und noch irgendwie ein bisschen was erzählen. Ich würde den Trade da oben schon gerne machen. Ich werde den auch machen, so oder so, ne? Und, ah ja, ich würde den auf jeden Fall noch machen. Die Frage ist jetzt nur, ne, passiert das jetzt irgendwie jetzt auch wirklich noch bis 15 Uhr oder eben nicht, ne? Weil es kann ja auch sein, dass jetzt halt eben der Markt jetzt hier erstmal irgendwie sich einpendelt und dann halt irgendwie bis 15:30 Uhr sich darauf schleicht und dann die Kasse erstmal da oben dagegen hält. Kann halt auch sein, ne? Irgendwie von daher, wir warten jetzt mal noch irgendwie 2, 3 Minuten. Wenn es noch kommt, ist gut. Aber auch, das müsste ja so sein. Also meine Herangehensweise wäre jetzt eben die, dass ich jetzt sage, na gut, wir haben irgendwie 14:49 Uhr und wir müssen das Ding ja dann irgendwie auch, wenn das jetzt halt hier der Stundenimpuls ist, in dem wir hier unterwegs sind, dann müssen wir das Ding ja auch irgendwie bis um 15 Uhr erledigt haben. Ne? Das heißt, das wäre dann auch schon so ein Trade, den ich dann auch gerne hier noch dicht machen würde. Ne? So, jetzt muss man gucken. Ich habe ja gerade gesagt, irgendwie überm Vortageshoch. Naja, der Trend wäre eigentlich schon irgendwie halt angeschlagen, wenn er drüber geht. Das wäre dann jetzt irgendwie so, wenn ich sage, ich gehe da drüber erst irgendwie short bei der 68, dann wäre das ja eher schon direkt ein Bauen auf die
Schweinerei. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so gut ist. Vielleicht sollte man das irgendwie erstmal ein bisschen sauberer angehen und sagen, na gut, dann schnappen wir uns hier die zweite Extension, die liegt bei der 259 da oben, also bei der 260, und machen das halt dann eben auch skaliert, ne? Also das heißt, eine oben, eine davor und eine dahinter. Und so, dass man halt, falls es dann halt irgendwie macht, zumindest irgendwie die Mitte dann halt sauber hat. Also gemeint ist dann das hier. Ja, 259. Und der zweite wäre dann halt passenderweise da oben drüber. Ich würde aber tatsächlich irgendwie die deutlich größer handeln wollen. Aber muss mal gucken, ob ich das wirklich hier irgendwie mir im YouTube-Stream irgendwie antue, beziehungsweise bei GoToWebinar, weil das dann halt eben auch doch immer noch mal ein zusätzlicher Stressfaktor ist. Weil wenn man da oben halt irgendwie dann mit, keine Ahnung, 25 Kontrakten oder noch mehr, dann halt irgendwie unterwegs ist und muss anfangen, irgendwie, wenn der Markt nicht so mitspielt, Risiko rauszunehmen und gleichzeitig dann noch erklären, und dann ist man halt irgendwie schneller 1000 Euro ärmer, ja, als man irgendwie gucken kann. Ne? Tilana, ja, das tust du ja an, wir halten die Klappe, ja. Ja, mal gucken. Also ich glaube nicht, dass das halt irgendwie, auch wenn wir jetzt da oben irgendwie hinlaufen, dass die Kasse danach ja irgendwie einfach so nach oben weiterläuft. Da glaube ich sowieso nicht dran. Ja? Also das heißt, die wird uns dann auch nochmal irgendwie, glaube ich, ein paar Chancen geben, mit dem Trade da halt in irgendeiner Form gut zurechtzukommen und dann auch nochmal rauszukommen. Ne? Also so würde ich es doch mal irgendwie einschätzen. So, also man sieht hier, ne, er versucht da schon, er baut sich hier schon ganz nett auf, aber halt eben auch in einem Squeeze. Ne? Ist halt klar, das hier ist eindeutig ein Squeeze, mal abgesehen von der ersten Minutenkerze. Hier, ne, keine Korrektur, das Ding hier mal irgendwie. Vergessen wir mal ganz kurz hier das minimale Teil im M1 und ein Squeeze, ne, der wird ja auch in der Regel wieder zurückgebaut. Und von daher ist es immer so eine Frage der Zeit, wie lange es dann halt eben dauert. So, aber gucken wir mal. Kriegen wir den jetzt oder kriegen wir den jetzt? Ja, also sieht auch hier, ne, das ist eigentlich auch so total typisch, ne, für so ein, man, ne, korrigiert nicht, ja. Einfach gar nicht. Er will irgendwo hin, an eine bestimmte Stelle. Und ich hoffe, es ist genau da, wo ich die Short Order habe. Da will er halt irgendwie hin, oder beziehungsweise er will auf jeden Fall irgendwo hin. Deswegen hier keine Korrektur. Schön programmatisch das Ding dann nach oben gedrückt, um irgendein Ziel halt voll zu machen. Ne? So, also einen gebe ich rein. Den zweiten, ne, will ich hier drüber legen. Also, das heißt, der Stop kommt jetzt hier erstmal ultra weit weg. Ja? Ich rechne jetzt gedanklich mit irgendwie 25 bis 35 Kontrakte. So, und das heißt, wenn ich dort ein Risiko habe von als Beispiel 30 Punkten, dann habe ich mit 5 Punkten natürlich 7-mal so viel Risiko. Ne? Das heißt, da könnte ich jetzt irgendwie 150 Punkte den Stop höher legen und dann wäre ich genau da, wo ich halt eigentlich sowieso wäre. Aber ich bin der, ich glaube aber auch, dass der jetzt so oder so, ne, wie ich ja gerade erwähnt habe, dass die Kasse das sowieso nochmal irgendwie dann auch macht. Egal, was der jetzt hier treibt. Ne? Ich glaube aber, es ist halt falsch, irgendwie hier zu eng ranzugehen. Ne? Da kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, dass das irgendwie der richtige Ansatz sein soll. So, hier Vortageshoch, beziehungsweise zumindest mal der Spike hier. Dann gucken wir da jetzt irgendwie wirklich drüber gehen. Aber selbst wenn, dann muss erst auch mal noch bewiesen werden, ob da oben die Liquidität dann auch noch bleibt. Also er drückt ein bisschen drüber. Da ist natürlich dann jetzt hier so minutiöse Fummelarbeit, ne? Aber okay. Noch ist irgendwie nichts in Sicht, dass er irgendwie Lust hat zu korrigieren. Ein bisschen jetzt. Aber was heißt, ne, korrigieren kann man das ja noch nicht nennen. Ja, doch, ja. Okay. Jetzt kommt doch ein bisschen mehr. Also knapp drüber. Irgendwie kommen jetzt irgendwie die ersten Verkäufer, wie man ja halt, wie man ja halt eben auch sieht. Und es kann natürlich jetzt auch sich hier noch so ein bisschen irgendwie, ja, 6 Minuten haben wir noch, bis die Stunde fertig ist. Also das müsste eigentlich runterlaufen irgendwie. Kann mir irgendwie nicht so vorstellen. Ist natürlich jetzt viel zu klein, meine Position, aber okay. Ja, dieser erste Ansatz, ne, knapp oben drüber, war schon ziemlich gut, so im Nachhinein, ne? Aber okay, wie gesagt, ich glaube eh, dass die Kasse das nachher nochmal macht, nicht, und nicht, dass der jetzt hier irgendwie komplett innerhalb 5 Minuten in sich zusammenklappt,
und die Kasse dann halt irgendwie weitere 600 Punkte nach unten fällt, da glaube ich jetzt sowieso nicht dran. Ne? Also das heißt, das wird noch irgendwelche Nachwirkungen haben, weil es ja halt einfach auch normal ist. Ne? Also was man ja ganz oft eben sieht, ist, wenn die Kasse zum Beispiel jetzt mit einem Aufwärtsgap dann ja dann gleich kommen wird. Und in der Regel ist es so, dass das erstmal einen Impuls gibt in die Richtung von da, wo das Gap eben ist. Ne? Das heißt, wäre jetzt natürlich schwierig, wenn wir jetzt direkt hier aufmachen, ja. Dann müsste man irgendwie noch deutlich weiter nach oben skalieren. Aber ich gehe davon aus, dass wenn jetzt ein Rücklauf eben kommt, bis 15:30 Uhr, dass die Kasse da halt irgendwie dann auch erstmal eine Runde nach oben drückt. Und dann hätten wir auch die Chance, eben das hier nochmal zu sehen und dann auch vielleicht nochmal irgendwie besser reinzukommen im zweiten Ansatz und dann halt mal gucken, wie tief wir von dort aus dann halt eben kommen. Ne? Also so würde ich da halt jetzt irgendwie rangehen. Aber er hält sich hier schon irgendwie ganz schön wacker da oben fest, ne? Das ist schon irgendwie ein bisschen arg, ja, wie ich finde. Ne? Also hier sieht man ja, das ist schon echt ordentlich. Ne? Aber kann auch sein, dass er natürlich jetzt irgendwie das hier erstmal erlegt und wir direkt da oben an die 318 gehen. Das heißt, oben direkt irgendwie die Dinge anklopfen, beziehungsweise versuchen, die dann zu erreichen. Ich glaube es nicht, also ne, weil die Stunde ist irgendwie weit genug gelaufen, finde ich. Außer jetzt, wie der Nelson gesagt hat, ne, das ist halt so brutal nachhaltig irgendwie gut, dass das halt irgendwie auch noch weiterlaufen könnte. Ne? Macht er hier auch gerade. Also drückt gerade nochmal irgendwie auf ein neues Hoch, beziehungsweise ein kleines neues Hoch. Mal gucken. Ne? Aber es ist ja das, was ich gemeint habe. Das kann ja dann eben halt ein bisschen anstrengender werden. Und wenn ich halt hier oben eine größere Position mir jetzt hier zusammenbaue, und dann will ich da nicht unbedingt irgendwie bei YouTube die ganze Zeit da halt irgendwie live sein. Ne? Man sieht immer noch keinen Stop irgendwie in Sicht, aber das wäre dann jetzt ohnehin eine Geschichte, ja, die kann jetzt halt einfach ein bisschen dauern. Keine Frage. Ne? Und die darf auch irgendwie ein gutes Stück gegen mich laufen. Da habe ich auch keine Schmerzen mit. Ne? Noch nicht. Die Schmerzen kommen erst dann, wenn sie zu weit gegen mich läuft. Aber ich bin eben immer so ein Freund davon, eben zu skalieren. Und ich finde auch hier am Vortageshoch, ne, das ist jetzt auch so ein Level, dass wenn man jetzt irgendwie sagt, so nach dem Motto, oh, ich brauche keinen Stop, ja, das sehen wir schon wieder. Ne? Also generell sind es ja die tagesrelevanten Marken oder die Tagesmarken, also das, was im Daily Chart eben sichtbar ist, ist ja das, was man halt immer wieder irgendwie während des Tages halt nochmal in irgendeiner Form sieht und was auch immer irgendwie reagiert. Das heißt also Vortagestief, Vortageshoch, Vortageseröffnung, Vortagesschluss. Und sowohl aus Future-Sicht als eben halt auch aus Kassasicht. Ne? Und der war es vorhin eben, der Marcello hat ja auch irgendwie gesagt, es liegt möglicherweise an der Zeitzone. Ne? Genau, ne? Deswegen, weil er gemeint hat, irgendwie dein Vortageshoch ist nicht korrekt. Ja, das Ding ist halt, ne, das ist gerechnet ab London Time, also irgendwie 0 Uhr europäische Zeit und nicht ab US-Time. Ne? Und je nachdem, das ist aber auch so ein Ding, ne, wo auch immer, also wenn ihr ein Konto bei FX Flat habt und den Stair Trader, dann passt das hier alles. Ne? Aber wenn ihr irgendwo bei irgend so einem windigen Anbieter einen MetaTrader irgendwie habt, dann würde ich da nicht drauf geben, dass das passt. Einfach aus dem Grund, weil der Server vielleicht wo ganz anders steht und dadurch eben ganz andere Zeiten zustande kommen. Ne? Und das sind aber alles Dinge. Der Stair-Trader geht nicht nach den Kerzen, sondern der guckt halt wirklich, okay, welche Zeit haben wir hier, welche Zeit hat der Server und rechnet alles um. Und dazu gehören auch Pivotpunkte und so weiter. Pivotpunkte, wer danach handelt, der kann nur alles falsch machen, wenn er das mit einem MetaTrader und irgendeinem Broker macht und ohne den Stair-Trader. Ich muss es leider genauso blöd sagen, wie es klingt. Also beziehungsweise es klingt vielleicht blöd, aber es ist die Wahrheit, ja, weil Pivotpunkte sind auch zeitlich basiert und das muss passen, ja, das muss passen dann auch mit dem, wo der Tag irgendwie tatsächlich anfängt, ne? Und nicht da, wo halt irgendwie die Kerze vielleicht irgendwie anfängt oder zu Ende ist. Das spielt im Zweifelsfall keine Rolle. Man kann da nicht hingehen und dann einfach Tageskerzen nehmen und dann daraus dann halt eben mal ableiten, so, okay, hier ist jetzt der Pivot. Das funktioniert nicht, ne? So, okay, also wir sehen es ja hier an dem Trade. Wir haben jetzt noch irgendwie ein paar Sekunden, noch 40 Sekunden, bis das hier zu ist, also bis die Stunde jetzt hier um ist. Und von daher mal gucken, ne? Also, aber generell nicht so falsch, ne? Also, dass da oben jetzt erstmal keine Liquidität irgendwie so ohne weiteres zu finden ist, ja, das ist halt irgendwie lag auf der Hand. So. Und deswegen fand ich den Entry da jetzt erstmal soweit so okay. Und mal gucken, was jetzt irgendwie die nachfolgende Stunde macht. Außer die drückt jetzt direkt weiter hoch.
aber glaube ich auch fast nicht. Ne? Also ich denke eher, dass der jetzt hier halt versuchen wird, ne, hier so in dieses Segment nochmal in irgendeiner Form reinzukommen, das nochmal irgendwie von oben zu bestätigen. Ne? Auch wenn er jetzt hier irgendwie gerade so ein bisschen nach oben drückt, das macht aber nichts. Ne? Weil irgendwie ganz da oben durchlaufen, auch noch hier bei der 344, ohne zu bremsen, glaube ich nicht. Ne? Von daher mache ich mir jetzt auch erstmal nicht irgendwie keinen Stress. Ich hätte mir jetzt halt nur gewünscht, okay, dass wir dann eben um 15 Uhr dann halt damit fertig sind, aber das klappt jetzt hier irgendwie leider nicht mehr. Hat halt ziemlich hoch geschlossen. Es kann jetzt eben sein, dass hier nochmal irgendwie 15 Minuten hin und her geschippert wird oder eben, dass dieser Squeeze noch eben ein paar Meter weiterläuft, bis da oben eben hin und dass man den hier zusammenbauen muss. Ne? Das kann schon sein. Aber ich glaube, falsch, so falsch kann der irgendwie, kann das irgendwie gar nicht sein, was ich jetzt hier gerade mache. Ne? Aber ich habe ja ohnehin auch gesagt, eben, ne, so ich werde mir den zusammenbauen, aber jetzt nicht unbedingt vollständig, während wir hier noch live sind, sondern dann halt eben dann jetzt auch innerhalb der nächsten halben Stunde. Also ich glaube, ich habe erklärt, was ich machen will. Man kann sich das ja mal angucken. Der nächste wäre dann halt eben hier oben. Ne? Man darf aber halt eben nicht hingehen und einfach verbilligen wie ein Weltmeister. Ne? Darf man nicht machen. Das ist einfach nur der Tod eines jeden Kontos. Ne? Aber das heißt, ich würde mir jetzt, beziehungsweise es ist ja eigentlich ganz einfach. Man guckt einfach so, okay, also traden ist nicht einfach. Das war jetzt so nicht gemeint. Ne? Soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden. Einfach im Sinne von, okay, wo sind die letzten Highs? Ne? Das ist ja hier oben dieser Bereich, ne? Kann man ja erkennen. So, der wird ja nicht alle am Stück nehmen und dann irgendwie nie wieder zurückkommen. Die Chance ist ja irgendwie nahezu null, ja. Und deswegen würde ich halt hingehen und würde halt immer jetzt ab hier jetzt auf jeden Fall vor den Hochs, ne? Immer vor den Hochs, dann halt nochmal Positionen dazu bauen, ne? Und wird mit denen dann halt eben auch hier eine 300, kann man zum Beispiel, kann man sich halt hier mal weiter links angucken. Die ist ja auch verkauft worden. Die Position dann halt eben so skalieren. So, und mein Risiko, wie gesagt, als Beispiel, wenn ich sage 35 Kontrakte mit irgendwie 30 Punkten, dann ist das halt irgendwie rund 1500, das kriege ich ja hier angezeigt, ne? 1500 wäre aktuell da oben. Ja, also sieht man ja hier, ne? Wenn ich das bewege, dann wäre 1500 € minus wäre da oben. Deswegen habe ich hier auch Spielraum mit dem Stopp ohne Ende, ja. Und ich könnte auch jetzt genauso gut sagen, so, okay, ich mache hier gar nichts mehr. So, wetten, dass ich da rauskomme aus der Nummer irgendwie relativ sauber. Und das ist aber dann nicht irgendwie jetzt der, wie soll ich sagen, dem strategischen Ansatz geschuldet, sondern das ist dann halt einfach nur dem großen Stop geschuldet. Und je größer der Stop, desto höher die Wahrscheinlichkeit, ist halt auch klar. Ne? Aber trotzdem, ne? Nicht irgendwie endlos dagegen halten. Ganz, ganz wichtig. Wir waren auch hier schon im Plus. Ne? Ich hätte auch schon irgendwie sagen können, ja, ich nehme mal ein Stück raus. Aber ich habe ja eben auch von Anfang gesagt, naja, ich würde die schon gerne irgendwie eine Nummer größer mir da oben irgendwie zusammenbauen und dann halt gucken, wo wir da irgendwie runterkommen. War das verständlich? Ich hoffe es doch. Gut, ich gucke nochmal irgendwie. Ja, die Lana hat einfach gemeint, ja, das tust du ja an, wir halten die Klappe. Ja, noch ist er klein, ne? 10 Kontrakte ist jetzt nicht viel. Das ist kein Problem. So, und offenes Gap wieder bei 230 Punkte, will bestimmt zu 42.300, ja, ne, hast du vorhin geschrieben, BMX, und da sind wir ja irgendwie fast schon, ne, 34 Punkte noch, ah ne, Quatsch, Jana Weikmann, Jana war das, genau. Genau, zu den Pivots, US-Zeit sollte nicht interessieren, US-Börse schließt um 16 Uhr, öffnet um 17, ja, so ungefähr, ne. Lokal gesehen, vielen Dank, okay. Wo liegt dein Ziel? Ich würde halt immer noch, also mein Ziel, genau, das ist ja natürlich auch irgendwie ganz wichtig mal zu sagen. Also ich hier nicht, sondern wo ganz anders natürlich. Und deswegen, das ist ja auch der Grund, warum ich da versuchen möchte, auch wenn es jetzt irgendwie schon der, keine Ahnung, wie viel der Versuch ist, da ein bisschen dicker irgendwie reinzukommen. Das Ziel ist ein ganz anderes. Also auch wenn das jetzt hier irgendwie gerade ganz furchtbar alles nach oben drückt, ne? Aber daily. Dann versuchen wir uns irgendwie gerade hier aufzustellen. So, ob das jetzt so gelingt, wir laufen hier wieder in diese Widerstandszone halt rein. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, mein Ziel ist eigentlich 41.600. Und ob das, ne, also ich, gut, mit den Zahlen wird es jetzt wahrscheinlich dann irgendwie schwierig.
die Reisen nach unten nochmal irgendwie komplett zu machen, aber generell ja, ne? Das heißt, das ist, ja, ich würde dann halt gucken, okay, kriegen wir irgendwie einen vernünftigen Rücklauf noch in irgendwie eine Richtung und wird der dort nicht durchgedrückt, dann würde ich da auch erstmal wieder rausgehen, ne? Oder man kann sich natürlich auch überlegen, wenn man so einen Trade macht, ob man den dann halt einfach ja, über mehrere Tage dann eben ausskaliert. Das kann man ja generell halt auch machen. Ne? Aber generell irgendwie, also wie gesagt, also rein fundamental betrachtet, der Nelson hat ja vorhin was dazu gesagt, dürfte schwierig werden, heute irgendwie großartig zu fallen. Deswegen rechne ich fast damit, dass der Markt sich irgendwo einpendelt. Ich rechne nicht unbedingt damit, dass wir jetzt hier nochmal direkt ein neues ATH machen. Da glaube ich irgendwie nicht so dran, weil dafür war irgendwie schon, finde ich, dass da oben bei der 42.600, das ist schon irgendwie, das sieht schon sehr, 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 also was die, ich habe das Ding gehandelt da oben tatsächlich auch, short, ja, aber davor erst auch dreimal daneben gelegen. Das muss man immer wieder, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Hätte ich gewusst, dass ja, dass da gar nichts mehr kommt, ja, gut, ich war wirklich hier oben short und habe gedacht, so, okay, guck mal, ne, und dann irgendwie bin ich aber hier, irgendwo bin ich wieder raus. Naja, ne, und es ist aber immer so, ne, hätte man das gewusst, aber ich wusste es ja halt logischerweise nicht, ne. Aber man hat eben hier in diesem Anstieg so deutlich gesehen, dass da oben einfach keine Liquidität ist und zwar gar nichts mehr. Das wurde irgendwie so billig darauf gekauft und dann eben nachher auch genau so schnell und billig wieder verkauft die Nummer. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass da jetzt plötzlich irgendwie alle die Kaufwut kriegen, ja, und irgendwie dann halt da oben irgendwie zuschlagen, als gäbe es morgen kein Dau mehr. Deswegen glaube ich nicht, dass wir ein ATH bekommen, sondern dass wir vielleicht in diese Richtung nochmal laufen können, da oben bei der 42.550 und so weiter, ne? Kurz bevor da, wo die Liquidität sowieso schon zu Ende war und dann nochmal fallen, das schon eher, ja. Aber sonst eigentlich nicht. Doch, Roland fragt hier gerade noch, wie nutzt du den Point of Control? Ja, einfach, also in der Regel dahingehend, dass ich halt daran bestimme, wo, also in Kombination jetzt zum Beispiel mit irgendwie einem aktuellen Verhalten, was wir halt sehen, wo der Markt als nächstes hin will. Weil der Markt will immer dahin, wo Volumen gewesen ist, und nichts sonst. Ne? Und so übrigens ein gutes Stichwort, Roland, weil hier oben, wenn man da sich jetzt mal irgendwie den Volumenbereich anguckt, da ist kein Point of Control. Ne? Das heißt, da oben, das war alles einfach dünn. Und der nächste Point of Control liegt halt hier bei der 360. Ne? Also das müsste zumindest stimmen. Deswegen habe ich die überhaupt nur markiert, weil ich da halt irgendwie mal kurz letztens hin wollte. Also, aber eigentlich nur das ist der einzige Point of Control. Das heißt, ab der 360 wird es einfach dünn, weil es da dünn geworden ist, auch in der Vergangenheit. Ne? Und deswegen finde ich das halt auch nochmal dann irgendwie so ein Punkt, wo ich sage, ja, da, ne? Von mir aus, soll er doch irgendwie machen, ja. Und das will ich aber sehen, dass die das Ding irgendwie da nochmal irgendwie raufkaufen, so mir nix, dir nix, nachdem sich das Volumen die ganze Zeit hier deutlich immer wieder nach unten gedrückt hat. Das sieht man ja, ne? Die ganzen Volumen, Berge, wie auch immer, die ganzen Volumenglocken, die wir hier haben, drücken sich alle nach unten. Und jetzt hier heute mal rein betrachtet, gut, es ist jetzt noch nicht irgendwie viel passiert, ne? Aber heute, da sieht man ja auch, hier Point of Control ist da unten, ne? Bei der 42.000. Die haben auch ganz schnell wieder. Ne? Also, wenn halt irgendwie, wir haben es ja gesehen, die letzten Tage, wie die Kasse drauf ist. Ne? Vorgestern in 4 Minuten 200 Punkte runter. Und ich dachte, was passiert hier? Ja, das sah ja irgendwie aus wie ein Crash, was da halt irgendwie gelaufen ist. Also, generell die Volatilität, die ist schon irgendwie, die hat schon einen Crash-Charakter, finde ich. Nach oben dann teilweise leider auch. Aber es zeigt ja einfach, dass die Liquidität nicht so ist, wie sie da sein müsste, damit der Markt hat oder dass es halt eben gesund ist. Es ist nicht gesund, was der hier oben macht. Und deswegen Zahlen hin oder her. Ich sehe in der Vergangenheit oder beziehungsweise ich sehe halt die ganze Zeit, wir hatten kein Volumen da oben. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da oben auch erstmal keins finden. Und deswegen bin ich da auch ein totaler Freund davon, das da oben jetzt irgendwie short zu skalieren, egal wie es gerade aussieht, egal wie gut die Zahlen sind, um da erstmal halt irgendwie kräftig dagegen zu halten. So, also haben die alten Point of Control kein Verfallsdatum. Naja, irgendwann halt schon. Ne? Ich meine, das wird ja dann überlagert durch die Tage, die dann halt eben dann dahinter liegen. So, jetzt lass uns nochmal irgendwie ganz kurz einen Blick da drauf werfen. Wo stehen wir hier eigentlich mittlerweile? Ja, gut, ne? Irgendwie bei mehr oder weniger null jetzt hier mit der Nummer. Okay, ne? Aber ich habe ja von vornherein gesagt, das Ding, ne, ist jetzt irgendwie, der darf jetzt ein bisschen länger brauchen. Ich glaube, der erste Trade war aber ganz okay. Hätte ihn auch sicher noch irgendwie höher treiben können, aber ich fand das, glaube ich, irgendwie schon alles recht passend. Gut, so, nachdem es am Dienstag ein bisschen holprig war im Live-Trading, auch wenn die Entries dann irgendwie,
danach irgendwie alle gut waren, oh, jetzt läuft er hier gerade ins Plus. Ja. Auch wenn die irgendwie ganz okay waren, aber fand ich das heute dann doch sehr, sehr, sehr entspannt hier mit den NFPs, die zu handeln. Und auch der letzte macht sich jetzt irgendwie, also der letzte Trade macht sich jetzt auch gerade bemerkbar. Ne? Also hier läuft irgendwie jetzt gerade wieder ins Plus, wie man sieht. Und der wird das schon irgendwie in irgendeiner Form hinkriegen und da halt irgendwie auch nochmal auf Anfang höchstwahrscheinlich kommen. Gut, aber trotzdem keine Empfehlung, ne? Ganz klar. Also, jetzt kannst du auch bis zur Öffnung bleiben. Dirk schreibt, oh, wow. Ja, könnte ich. Ich muss aber leider noch was anderes machen. Das heißt, bei mir wird jetzt gleich im Hintergrund weiterlaufen. Aber ich denke, es ist ja irgendwie auch alles erklärt. Also, ne, Point of Control bei 42.000. Why not? Jetzt irgendwie zur Kasseröffnung erstmal komplett nochmal darunter. Ist möglich, aber auf der anderen Seite nochmal Aufwärtsgap. In der Regel wird nicht direkt nach unten irgendwie das Ding gezogen. Ne? Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Deswegen ist das eher so 50-50, ob die Kasse jetzt wirklich 260 Punkte fällt oder nicht. Ne? Deswegen, also genau. Und wer hat hier das vorhin nochmal geschrieben? Ganz kurz, da will ich noch drauf eingehen. Der Unterschied, genau, der Richie. Unterschied zwischen schlechten Verbilligungen und guten Skalieren ist allerdings irgendwie fließend für mich. Naja, pass auf, der Unterschied, Richie, ist der, dass beim schlechten Verbilligen, da hältst du ja einfach nur dagegen, wenn der Markt gegen dich läuft. Ja? Und sitzt es dann quasi aus, bis du entweder pleite bist oder die Position im Plus. Und beim Skalieren, ich habe das hier auch im Live-Trading auch schon das eine oder andere Mal irgendwie ganz gut zeigen können, da gehst du ja auch hin. Und du löst Positionen, die du nachgelegt hast, nimmst du auch wieder raus an strategisch wichtigen Punkten. Und das ist ganz entscheidend, finde ich, du löst auch Positionen im Verlust auf. Das heißt, nur weil ich da oben jetzt zum Beispiel dann halt nochmal eine Short irgendwie drüber packe, ne, nur mal als Beispiel, nur weil ich jetzt hier eine hinpacke, heißt das nicht, dass die da ewig drin bleibt. Oder mal angenommen, ich lege hier eine Short hin auf die 300, weil ich die 300 so super finde. Dann lasse ich die nicht unbedingt gegen mich laufen, sondern ich gucke mir an, habe ich eine Reaktion hier oder nicht? Nö, dann nehme ich sie halt einfach 10 Punkte höher wieder raus und versuche sie dann halt eben bei der 330 dann halt nochmal. Und das heißt, die Bereitschaft, ich glaube, das ist irgendwie der entscheidendste Unterschied überhaupt, die Bereitschaft, im Verlust rauszugehen, die muss auf jeden Fall da sein. Sei es jetzt irgendwie mit der ganzen Position, was schlecht ist, oder in Teilposition, was wiederum gut ist. Ne? Und genauso wie hier, jetzt mal angenommen, ich hätte hier irgendwie nur maximal 10 Kontrakte, ja, dann würde ich den jetzt hier erstmal direkt rausnehmen. So, das heißt, die knapp 100 €, die würde ich mir dann erstmal eintüten, würde sagen, gut, weil dann rutscht mein Break-Even nach oben. So, jetzt habe ich aber vorhin schon mehrfach erklärt, ich will hier größer rein, deswegen nehme ich es jetzt nicht raus. Aber das ist Pflichtprogramm. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat nur zwei, dann muss man das Ding rausnehmen, weil dann kann ich nämlich meinen Stop nämlich dann nach oben schieben und dann ist das Ding halt irgendwie schon eigentlich auch schon irgendwie, oder beziehungsweise dann ist es direkt schon ein guter Trade, ja, weil er halt einfach schon gar nicht mehr im Verlust irgendwie wirklich enden kann. Ne? So, und das ist der entscheidende Unterschied zwischen skalieren und irgendwie verbilligen. Ne? Verbilligen ist, das kann man, glaube ich, irgendwie machen, wenn man jahrelang Zeit hat und irgendwie ohne Hebel Aktien kauft und so weiter, ist es ja völlig normal. Ne? Aber beim Daytrading mit Hebel. Wo wir gerade mal als Beispiel, wenn man sagt, da hat einen Hebel von 20, naja gut, ne, das heißt, wir haben ja dann am Ende auch irgendwie nur ein Fünftel, was wir aushalten, also was der Markt sich bewegen kann. Also 5% Marktschwankungen tot, ja. Also, und das hast du bei Aktien nicht, da kannst du ja 100% schwanken, ohne dass was passiert. Beziehungsweise, gut, dann ist die Position natürlich auch weg, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, das kann man nicht vergleichen. Deswegen muss man da anders rangehen. Alright, so, Nelson, ich glaube, wir machen Feierabend, ne? Bisschen warm hier an der Okay. Stirn auch. Und aber ich glaube, war ja okay, soweit alles. Definitiv. Vielen, vielen Dank. Und hier überall auch das Feedback, sowohl GoToWebinar und YouTube hast du ja auch selber gelesen. Von daher, und bevor du heute das Schlusswort dann hast, bedanke ich mich schon mal bei allen fürs Dabeisein, für das Interesse. Wie immer wünsche natürlich heute auch noch viel Erfolg, wer weiterhin noch tradet und wünsche ein schönes Wochenende. Nächste Woche machen wir hier mit Dirk eine kleine Pause, aber dann geht es auch wieder weiter. Von daher passen Sie auf Ihre Position auf und bis zum nächsten Mal. Und Dirk, du hast das Schlusswort. Schönes Wochenende dir natürlich auch, mein Lieber. Ja, danke schön, dir auch. Ja, danke, dass wir das nochmal zusammen gemacht haben. Ja, ich gucke hier gerade drüber. Richie, ganz, ganz lieben Dank für die Donation hier bei YouTube. Das nächste Bier, beziehungsweise, ja, es können zwei Bier werden, gehen auf jeden Fall auf dich. Dankeschön.
Nur klar, darf man gerne nutzen bei YouTube, wenn man das machen möchte, wenn man irgendwie Geld verdient. Und dann darf man natürlich auch mir mal einen ausgeben mit diesem Donation-Button, wenn man es möchte. Muss man aber nicht, ganz klar. So, aber der hier war gut. Ansgar, All-in Pharma-Aktien, wenn Dirgi fiebert. Ja, okay. Nein, nein, ist nur so. Ach Quatsch, ich habe das meistens immer nur so irgendwie so einen halben Tag und dann ist es wieder gut. Ich glaube, ich habe mich heute einfach so ein bisschen verausgabt. Ne? Ich habe es vorhin dem Else schon gesagt, ich hatte halt mal, doch, ich habe es hier vorhin erzählt. Ne? Irgendwie die wahnwitzige Idee, irgendwie heute Morgen joggen zu gehen. Und weil ich eigentlich immer der Auffassung bin, so morgens joggen, ey, das schaffe ich nicht. Da bin ich danach völlig Ja, im du Platz. warst Ja, doch und erst dann mache ich abends immer. normalerweise. Bitte? Normalerweise warst du ja abends unterwegs. Ja. Immer abends eigentlich. Ne? Und ich habe gedacht, okay, ich gebe ihm noch mal eine Chance. Ne? Und dann irgendwie, naja, jetzt bin ich den ganzen Tag müde und mal gucken. Aber ich werde das jetzt noch ein paar Mal versuchen. Und wenn ich immer nur müde bin, dann lasse ich es wieder. Dann gehe ich dann doch lieber abends. Und ansonsten. Okay. Gut, so, reicht aber jetzt. Also ganz herzlichen Dank auch an dich, Nelson. Danke an die Zuschauer bei GoToWebinar. Danke an die Zuschauer bei TraderPuls. Und danke natürlich an die ganzen Zuschauer hier bei YouTube. Lasst ein Like da. Bitte, bitte, bitte gerne. Abonniert den Kanal. Holt euch den Stereotrader, holt euch das Live-Chat-Add-on und bleibt dabei und erzählt weiter, was wir hier so treiben. Gut, das war das Schlusswort. In die ganz große Runde dann ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Macht nichts kaputt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von Nelson. Da ist er. Ciao. Macht doch auch nichts kaputt. Tschüss.